Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal, hier im LS22 My Friend and Me and the Count Me Projekt mit dem Dominik. Endlich bist du wieder da, Junge, du alte Schnude. Servus, Kollege. Ich vermisst. Media. Du rothaariger Bumuckl, du. Eigentlich habe ich dich nicht vermisst. Fahr! Ich habe dich nur vermisst, dass mich einer fahren kann. Nee, alles gut. Wohin? Ich muss mal kurz den. An den Hof da unten. Ich fahr mal hier vorne rechts. Nein, eine andere Richtung, andere Richtung. Ich muss mal kurz mir anrufen. Ja. Jetzt rechts. Bruder Dominik, du bist weit gefahren. Dreh mal wieder. Die sind am Lohnunternehmen jetzt. Du musst gleich hier vorne links bei der nächsten Kreuzung. Also, Dominik, ich habe eine gute Neuigkeit. Weiter. Bei der nächsten großen Kreuzung. Also, ich habe eine super Aufgabe gleich für dich. Naja. Ich habe ein Gestell bekommen. Du musst gleich mit unserer tollen Seemaschine gleich hier drüben bei dem Feld helfen. 3 Meter Seemaschine. Rechts. Rechts. Nee, links. Sorry. Du bist so ein... Sorry, Junge. Auf jeden Fall solltest du dann gleich da beim Sehen helfen. Der hat aber, glaube ich, schon mehr als die Hälfte Angst. Das heißt, so viel kann das nicht dauern. Ich soll dann mit einer Walze irgendwas machen. Okay. Mhm. Mach mal, Herr Kollege. Mhm. Lernst du auch gleich den Herr Neuhof kennen? Nee, Neuhaus, nicht Neuhof. Weiterfahr. Mein Gott, ist schon dunkel hier. Links. Hier kannst du auch links fahren. Mein Gott, du fährst hier aber auch ehrlich. Oh, oh! Fahr hier neben Drescher. Ja. Ja, okay, ich sag neben Drescher, du fährst. So, passt dann. Dann komm mit. Ausmachen, Licht auch. So, komm. So. Oh, ich bin ja kein kleines Kind. Was? Du bist ein kleines Kind. Ja, ist mir schon klar, dass du den größten wieder nimmst. Muss mir jetzt mal den Frontlader abmachen. Da war das kurz. Du fahr vorher, ich weiß nicht wohin. Ja, ich zeig dir das. Lass mir jetzt mal den Frontlader abmachen. Oh, yo! Jetzt mal blenden! Junge! Mach ruhig! Na. Scheiße, jetzt habe ich nicht zugehört. Wo soll denn nochmal. Wo ist denn nochmal diese Walze? Ich glaube beim Neuhof. Folgt mir einfach mal. Junge, mach das scheiß Licht. Alter, Mann. Junge. Und fahr ordentlich. Nicht, dass du irgendwas kaputt machst. Ich fahr normal, du Schädelkopf. Ich merk, so wie du immer normal fährst. Kommst du näher?
Dominik, kommst du näher? Ja. Dominik, kommst du näher? Ja. Ja, okay. Hey, da ist ein Reh auf der Mitte. Fahr's nicht um. Doch, hab ich schon. Doch, dann haben wir noch ein bisschen Wildbraten. Blinker, was da kann. Ich hab geblinkt. Na, hast du nicht. Doch, hab ich. Wo willst du das denn sehen? Du warst in zwei Decks. Gott, wo bleibst du denn? Warte nur 53, 55. Ja dann. Oh Mann. Ein Dorf weg ins andere Dorf und so wieder irgendwas am Arbeiten, hä? Ja. Unfassbar. Aber es macht dir doch Spaß, oder? Ja, kommt drauf an. Wie gefällt dir bis jetzt die Gegend so? Du hast ja jetzt so viel gesehen, schaut sehr schön aus. Mhm. Was denn, muss mir erst wieder gewöhnen wieder. Und die Wege eins arbeiten. Das musste ich auch am Anfang. Ich habe jetzt auch noch nicht alle Wege drin, weil die Proben, die Händler und so, habe ich jetzt schon öfter gefahren. 55, ist eigentlich lächerlich, dass der Traktor schneller fährt wie mein Auto. Ich glaube, der Bürgermeister ist demnächst mal da. Den muss auf jeden Fall mal kennenlernen, der ist eigentlich relativ sympathisch. Kann man sich auf jeden Fall mal überhalten mit dem. Los an den hier rein. Oh, ich muss noch jetzt hier rein. Scheiße, ja. Ey, oh Dominik, Junge, du hast wieder die volle Beleuchtung an. Das ist unfassbar. Oh, wo ist denn die Weite? Ich glaube, ich muss mal kurz anrufen. Ich hab keine Ahnung. Ich rufe mal kurz an, Dominik. Ja. Hit! Boah, ich bin am Händler. Du bist so ein... Junge, ich kann auch nicht langes wissen. Du hast es auch nicht gemerkt. Der Einfall ist so klein, ey. Wie soll ich in den Hof nicht mehr machen? Ausflippen, jedes Mal. Mit der Einfall. Ah, hier ist er doch. Hier ist er doch. Weißt du, wo unser Hof ist? Na. Oh, Junge. Ich bin super vor. Okay. Und jetzt fahre ich kurz ein, da ist nämlich unsere Sämaschine. Und hier ist nämlich Saatgut, das müsste dann noch hier. Fahre ich kurz vor, fahre ich kurz. Sind wir Engländer oder was? Warst du im englischen Krankenhaus? Ja, kann sein. Das ist ja einfach links. Und hier ist noch die Straßenverkehrsregeln, ne? Weiß ja. Ja. Dann schlafen wir nicht rein. Brauch dich nicht. Was ist denn hier?
Boah, der fällt mich fast um. So, fahr mal hier rein. Machen wir kurz mein Auto weg. Ja. Warte. Du willst mir jetzt nicht sagen, damit ich mit der Seemaschine uns haben soll. Doch, hab ich doch gesagt. Du bist so ein Eierspaten. Ich kann dafür doch nichts. Die anderen wollten das. Du kannst natürlich auch mit unserem Glas ansehen, aber ich glaube, du willst mit dem Großen machen. Hey, die passt doch übelst gut dahinter. Ja, ja. Ich glaube, was du hast. Fahr ein bisschen vor. So, und dann muss er einen Händler fahren und noch ein bisschen Saatgut holen. Wohin muss ich? Kenn mir nichts aus. Ja, ich zeig dir auch noch, wo der Händler ist. Da, wo du gerade früher unten warst, oder? Ja, wo ich gerade eben hingefahren bin. Und du brauchst nicht die Arbeitsscheinwerfer, die wir anhaben. Ja, genau, bleib mir nochmal ins Gesicht. Siehst du denn? Sieht aus, wie du die ganze Zeit die Arbeitsbeleuchtung an- und ausmachst. Die das spinnt. Ja, ja, ich spinne gleich auch noch. Die soll zur Aufladen. Die Saatgutteile, die hier stehen. Wow. Hast du voll? Ja, da gehen gleich 600 eine. Hey, komm mit. Folg mir. Was? Sollst du mir folgen? Ja, bin ich da. Dominik, ich kann sein, dass du ein bisschen Staub verursachst. Na? Nein, ich weiß für nichts. Überhaupt nicht, oder? Nein. Ja, genau. Genau. Dominik, verursacht einen schönen Stau dahin. Komm mal her, Dominik. So.
Jens soll zu fahren. Ja, hallo? Herr Seidenbacher. Hä? Sie sollten für mich walzen, ne? Wissen Sie? Ja, ich weiß. Ich wollte nur mal meinem Kollegen zeigen, wie das Feld ist. Ach so, okay. Ich hab ja, schon ja, wieder. Ja, kennt sich noch nicht so aus hier. Ach so, okay, passt. Ja, okay. Ja. Passt. Jo. Bis dann. So, Dominik. Dann hier einmal muss ich mit dem Herrn Neuhaus in Kontakt treten. Hier ist er. Alter, der brüllt aber ordentlich hier. Immer. Servus. Guten Tag. Dominik. Hallo, Herr Neuhaus. Das ist Herr Vogel. Herr Vogel. Dominik, das ist der Herr Neuhaus. Also der Sound, den feiere ich jetzt schon. Jetzt wäre nicht so geil, du sollst hier ansehen. Ja. So, ich mach mir. Mach ich. Na, Kuschbaum. Na, Herr, hallo, Herr Seidenbacher. Was haben Sie denn hier für ein schönes Auto? Ja, der Alter. Firmenwagen natürlich. Alter. Angeber. Nee, also. Komm mal. Also, ich will hier nicht angeben, dafür haben wir keinen zweiten Wagen. Also, was haben wir angesehen? Schlecht. Raps, bitte. So, also. Sagen Sie mal, Herr Wollen, haben Sie hier gerade einfach. Was? Ich habe gar nichts gemacht. Ja, okay, okay. Aber in Gummistiefeln in dem Auto hier? Ey, da. Ja, die Gummistiefel noch vom Feld an. Ich frage nochmal, ob ich sowas. Kann ich mich mal einsetzen? Ja, machen Sie mal. Ich bin, glaube ich, zu fett, ich komme nicht rein. Ich könnte noch ein bisschen was freiräumen, vielleicht kommen Sie dann mal. McDonalds tut nicht gut. Dominik! Warten Sie! Du sollst ansehen, Junge, was machst du? Hey, hast du schon mal ein klar auf die Uhr geschaut? Ich will jetzt noch mich hier reinsetzen. Oh! Dominik, mach mal ein Foto! Mach Licht an. So. Warte, darf ich mal an, Mann? Machen Sie mal. Boah! Dominik. Lass mich auch mal. Darf ich auch eine sitzen? Ich mach als Beifahrer. Machen Sie das. Reicht mal. Nee, ich glaube, da liegen noch ein paar Akten. Also. Dominik, mach nichts kaputt. Ja. Tür geht nicht zu. Bist du dick? Dominik, ich mach ein Foto. Grinz mal. Tschüss. Perfekt. So, Dominik. Damit hast du die Ehre. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt es in die netten Kommentare bei mir und beim Herrn Kollegen. Schaut bei ihm vorbei und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, ich wollte eigentlich hier was fragen.